Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und das ist der Slidefox P1S. Dieses Gerät ist mir freundlicherweise vom Danny aus Köln kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank dafür. Ich habe mit dem in den letzten Tagen den Steigungstest und die Performance-Messung gemacht und in diesem Video möchte ich euch gerne die Ergebnisse präsentieren. Ja, anfangen tun wir mit dem Steigungstest. Und da muss ich sagen, da hat er mich ganz schön überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja Leute, ich bin jetzt mit dem Slidefox bei der 10% Steigung und dann schauen wir mal, wie der dort hochkommt. So, ich fahre los. Der Slidefox war eben noch an der Steckdose. Ich habe den frisch geladen. Und dann schauen wir jetzt mal, wie wir da hochkommen. Kurzzeitig beim Anfahren hat er sogar mal die 23 angezeigt. Auf dem Display, auf dem Handy waren es dann die 22. So, gleich beginnt die Steigung. Sechzehn. Kurz mal die 15, aber nur ganz kurz. Ja, dann sind wir oben. Da würde ich sagen, das waren 16 km/h. 16 km/h ist erstaunlich gut. Der VMAX hatte auch 16 km/h. Bergab erreicht das Slidefox eine Geschwindigkeit von 30 km/h. So, da vorne ist die 20% Steigung. Ich werde jetzt wie immer versuchen, auf dem Weg nach unten zu bremsen. Wir haben ja hier zwei Trommelbremsen vorne und hinten, sowie eine elektrische Bremse hinten, wo der Motor ist. Dann schauen wir mal, wie das klappt. So, hier geht die Steigung los. Und Vollbremsung. Ja. Gar kein Problem. So Leute, ich bin jetzt mit dem Slidefox bei der 20% Steigung. Es ist ein bisschen windig, aber der Wind ist in die richtige Richtung. Also dann schauen wir mal, wie der dort hochkommt. So, wir fahren an. Er beschleunigt schnell hoch und wir sind bei 20, 21, 22. Das ist ein Kinderspiel für den Slidefox. 11 km/h. 11 km/h war das niedrigste, was mir laut GPS angezeigt wurde. Ich bin überrascht, dass der so gut ist. Hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich aus den Videos, die ich bisher gesehen habe, hätte ich mit weniger gerechnet. Ja Leute, ich bin jetzt mit dem Slidefox bei der 15% Steigung und dann schauen wir mal, wie er dort hochkommt. So, ich fahr los. Das Display zeigt 22 km/h. Das GPS ist wahrscheinlich von der Brücke ein bisschen beeinflusst. So, wir fahren hoch. Km/h war das niedrigste. Ich gucke es mir in der Wiederholung an, wie lange die 12 km/h angezeigt wurden. Das ist ein sehr guter Wert. Tja, ich habe so ein bisschen rum überlegt. Es gab ja nun einige Videos so von Hentech und Co., wo ein bisschen Steigfähigkeit gezeigt wurde. Dieser Slidefox, den ich hier fahre, der performt deutlich besser, als man das im Vorfeld vermutet hätte. Und ich habe darüber nachgedacht, woran kann das liegen? Und ich habe ja hier einen Slidefox aus der zweiten Charge, also aus der zweiten Lieferung. Vielleicht hat der Hersteller da noch ein bisschen nachgearbeitet, dass das Gerät ein bisschen mehr Power hat. Zum Controller optimiert oder so.
Jedenfalls das Ergebnis, was er hier erreicht hat, das ist wirklich top. Das seht ihr gleich im Vergleich am Ende. Ich gebe es zu, ich bin Ninebot-Fan und der Slidefox wurde immer angepriesen als Ninebot-Konkurrent. Und so war meine Einstellung gegenüber diesem Gerät nicht die beste. Aber er überrascht mich tatsächlich hier. Respekt. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, ihr habt es gesehen, also dass er so gut abschneidet beim Steigungstest. Damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet, da hat er mich sehr überrascht. Ich hatte sowas erwartet, ein bisschen besser als der Ninebot, weil einfach aus den Videos, die ich bisher über den Slidefox sehen konnte, von den anderen Kanälen, kam das halt so rüber, dass er halt so drauf ist. Ja, bei meinem Test hat er doch ganz schön ordentlich was geleistet und da muss ich sagen, Respekt. Dann wollen wir uns mal die Performance-Messung anschauen. Hi Leute, ich bin jetzt mit dem Slidefox bei meiner Performance-Messstrecke und dann schauen wir mal, wie er sich dort schlägt. So, ich fahr los. km/h in 5,29 Sekunden. Meter in 19,64 Sekunden. Alles, was unter 20 Sekunden ist, das sind die schnellen Scooter. So, gleich haben wir die 1000 Meter. Ich denke so bei dem Zaun. So, 1000 Meter in 1,7148. Ich mache die Vollbremsung. 2,04. So, ich mache jetzt gleich die zweite Messung mit dem Slidefox. Diesmal geht es dann gegen den Wind. km/h in 8,42 Sekunden. Wir haben jetzt ordentlich Gegenwind. 100 Meter aber dennoch in unter 20 Sekunden. So, die 900 Meter haben wir. Da ist mein Startbaum. Oh, so kurz mal die 23 km/h. Und 1000 Meter in 1,7226 gegen den Wind. Und Bremsmessung diesmal mit 1,34. Das ist doch schon deutlich besser. Ja, und auch bei der Performance-Messung hat er eine ganz ordentliche Leistung abgeliefert. Ja, dann wollen wir uns das Ganze jetzt mal im Vergleich mit anderen E-Scootern anschauen. Auf meiner Homepage unter E-Scooter Vergleich können wir jetzt verschiedene E-Scooter miteinander vergleichen. Man kann maximal 7 E-Scooter auswählen. Dann nehmen wir jetzt natürlich den Slidefox, den Soflo SO4 Pro, den Trittbrettpower Touring, den VMAX VX2, den Ninebot Max G30D, den Iohawk Legend Lite und wen nehmen wir noch? Nehmen wir mal den Soflo SO Might hier. Für den Slidefox P1S habe ich noch keine Ergebnisse für die Reichweite, deswegen gehen wir jetzt da mal einfach drüber hinweg. Hier sehen wir die Steigleistung und da hat der Slidefox mich ganz schön überrascht. In Gelb 16 km/h, genau wie der VMAX VX2. Dann hier 12 km/h bei der 15% Steigung. Das ist ein bisschen langsamer als beim VMAX und beim Iohawk Legend Lite. 1 km/h, um genau zu sein. Und bei der 20% Steigung ist er auch 1 km/h langsamer als der Iohawk Legend Lite, der Trittbrettpower Touring und der VMAX VX2. Hier sehen wir die Werte von der Beschleunigungsmessung.
Ja, je flacher die Kurve, umso besser. Da ist der SlideFox ein bisschen schlechter. Ich messe mal die Werte, die er zum Erreichen von 19 km/h braucht, weil die am besten vergleichbar sind. Da ist er hier unter den ausgewählten Scootern tatsächlich der Letzte. Am besten ist natürlich der SoFlo SO4 Pro. Bei der Streckenmessung, da hat er doch einen recht guten Wert abgeliefert. Hier ist auch der SoFlo SO4 Pro am ganz vorne. Aber der SlideFox zählt sich hier mit dem VMAX. Die sind fast gleich schnell. Da sind nur ein paar Hundertstel Sekunden Unterschied und das ist natürlich dann Witterung. Dann kommt der Trittbrett-Power Touring, dann der SoFlo SO Mighty und dann der Ninebot Max G30D und der Legend. Die fahren 20 km/h. Ja, beim Bremsen ist der SlideFox hier im Mittelfeld mit dabei. Da hat nur der Trittbrett-Power Touring einen sehr guten Wert hingelegt und der Ninebot Max G30D, der ist hier ein bisschen schlechter. Unter E-Scooter-Daten haben wir jetzt die Tabellenansicht. Wie gesagt, bei der Reichweite habe ich noch keinen Wert für den SlideFox. Der Test steht noch aus. Da werde ich mich mit dem Danny nochmal treffen. Bei der Steigleistung sortiert er sich hier auf dem 6. Platz ein, wobei hier die beiden Legends sind. Die haben die gleichen Werte, die kann man eigentlich zusammenfassen. Somit ist der SlideFox tatsächlich auf Platz 5 bei der Steigleistung bei mir. Vor dem SoFlo SO Mighty. Und da ist auch ein deutlicher Abstand. Das ist total überraschend für mich gewesen. Dass das so gut ist, wusste ich nicht. Das hat mich überrascht. Bei der Streckenmessung ist er hier quasi mit dem VMAX gleich auf. Er ist zwar minimal langsamer, aber das ist wie gesagt witterungsbedingt. Die fahren ziemlich gleich schnell. Ja, und bei der Bremsmessung hat er sich hier auf dem 4. Platz einsortiert. Auch bei der Beschleunigung hat er durchaus einen guten Wert abgeliefert. Er ist hier auf Platz 6. Nur sind halt die anderen Scooter eben in dem Punkt besser gewesen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze ein bisschen gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!